Guten, Ladies and Gentlemen, und damit herzlich willkommen zu The Hunter. Und das ist ja schon mal ein recht guter Einstieg hier. Der Fuchs. Tja, so eine schnelle Begrüßung gab es, glaube ich, noch nie hier bei The Hunter. Und ja, wir sind hier in Schwelten auf dem Ansitz. Die 243er dabei, die Armbrust dabei, den Parkerpfeifen und die 270er. Und da kommt auch gleich schon Rotwild. Ein weibliches Stück. Das ging jetzt alles recht schnell hier. Der Fuchs war auch ganz überraschend, dass der hier ankam. Ich habe damit gerade überhaupt nicht gerechnet. Und ja, ich will heute eigentlich in der Aufnahme gar nicht so viel schneiden. Das ist der letzte Tag, bevor ich in Urlaub fahre. Beziehungsweise der vorletzte, aber morgen kann ich dann nicht aufnehmen. Obwohl ich vielleicht morgen Abend eine Aufnahme packen werde, aber das werden wir dann sehen. Auf jeden Fall mal schauen. Hier ist noch ein Stück Rotwild, das will aber auch noch geschossen werden, so wie es aussieht. Ja, das Problem ist, dass ich jetzt hier nicht mehr runterkomme. Können wir vielleicht mit dem Parker Pfeifen probieren, vielleicht bis runter schwenken können. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, vor allem vorausgesetzt, er nimmt das Spiel wieder auf, was gerade nicht geht. Spiel. Dankeschön. Das geht tatsächlich. Ich schieße einfach oben durch die Mitte drücken, das funktioniert auch. Tja, so schnell kann es gehen. Tja, worauf ich eigentlich eingehen will, ist so ein bisschen kurz vor dem Release von Call of the Wild hier, ist ja alles immer ganz schön aufregend und hast du nicht gesehen. Und ich freue mich persönlich auch schon drauf. Allerdings muss ich sagen, ich habe ein bisschen... Was ist denn hier los? Ich habe ein bisschen Bedenken bei dem Spiel. So, jetzt geht's. Ich lade den beim Video. Vielleicht liegt es daran. Und zwar, ich weiß nicht so recht, ich habe mir ein paar Let's Plays jetzt auch schon angesehen von dem oder derjenigen. Und naja, ich habe so ein paar Sachen, die mich stören. Allerdings ist es eine Beta, da weiß ich nicht, wie im Wald die behoben werden. Die andere Sache ist, zum Beispiel beim Schuss, was mir jetzt direkt einfällt, ist, wenn du da schießt, da sieht es ja aus, als wenn du in der Hand mit einem Vorderlader schießt, so viel Qualm wieder von da rauskommt. Das finde ich zum Beispiel ein bisschen, naja, unrealistisch, möchte ich sagen. Dann zum Beispiel sieht man das Geschoss fliegen, zum Beispiel, habe ich auch in manchen Teilen gesehen, beziehungsweise Let's Plays, die ich mir angeguckt habe. Und ich weiß halt nicht, der Rest an sich ist geil, die Grafik ist geil, es gedammelt. Ich meine, das ist dann schon Meckern auf hohem Niveau, aber trotzdem ist es halt irgendwo Sachen, die mich stören. Allerdings kann ich das, denke ich mal, auch noch nicht direkt sagen, weil es A eine Beta ist und B ich das Spiel selber noch nicht gespielt habe. Und ja, ich freue mich aber trotzdem drauf. Bin gespannt, welche Maps dann noch kommen werden oder welche Maps überhaupt kommen. Ob die als DLC kommt, das steht natürlich noch in den Sternen. Da oben ziehen Gänse lang. Wir sind gerade in meinem Baum, sitzt an der Tandigung hier oben. Ich bin mal gespannt, ob hier noch ein bisschen Wild kommt. Aber ja, das soll einfach so eine Quatschfolge werden, weil ich mir in letzter Zeit so wenig Zeit genommen habe, auch mal zu reden. Es ging immer nur um Abschüsse, Abschüsse hier, Abschüsse da. Und aber so dieses Real Talk-mäßig ist ein bisschen auf der Strecke geblieben. Was ich persönlich auch schade finde. Warum habe ich die Waffe drin und nicht die Armbrust? Das funktioniert ja wieder sehr gut in der Hand heute. Also man sieht, bugfrei. ja, Spiel funktioniert super. Auf jeden Fall, was natürlich nice ist, die Tiere sind richtig gut animiert. Da kann man auf jeden Fall nichts sagen, ne? Und ja, auf jeden Fall freue ich mich. Eine Ballistik soll es auch einmal so weiter als 300 Meter schießen können. Man kann sich die Waffen ja dann im Spiel freischalten direkt, indem man halt Tiere schießt, Missionen erledigt. Dadurch bekommt man die Ingame-Währung, so wie ich das verstanden habe. Und dadurch kann man sich dann Waffen kaufen. Oder auch Caller und etc. Ich bin mal gespannt, ob man auch durch Echtgeld wieder was erwerben kann. Mit Sicherheit ja.
Auf jeden Fall bin ich da echt gespannt drauf und ja. Da fliegen die Gänse. Mich würde das mal interessieren, wie teuer es dann letztendlich ist. Es wird ja gemogelt 40 Dollar, ungefähr 30 Euro. Und ob es denn nur auf Steam kommt oder auch als CD-Version, bin ich auch gespannt. Ich denke bald, dass es nur auf Steam kommen wird. Aber das wird sich ja dann früher oder später herausstellen. Tja, und YouTube, wie geht's auf jeden Fall mit YouTube weiter? Ja, ich will auf jeden Fall versuchen, immer so regelmäßig Aufnahmen zu bringen, auf jeden Fall. Und ja, die Frage ist, wenn Call of the Wild raus ist, ob der Hunter dann noch weiterkommt. Also, tja, mein Account ist ja jetzt schon relativ kostenintensiv gewesen. Was heißt, dass ich halt alle Ausrüstungsgegenstände habe? Keine Ahnung, also ich denke, auf jeden Fall wird es noch ein bisschen kommen, der Hunter, weil ja auch Dumble kommen soll. Ist angekündigt. Ist irgendwo was? Ich sehe es bloß nicht. Ein Bock. Sammeln wir mal schnell ein. Auf jeden Fall ist damit angekündigt für The Hunter Classic. Ich würde das vielleicht in zwei Rubriken unterteilen. The Hunter und dann nochmal eine Playlist nach Hunter Call of the Wild. Weil ich einfach gespannt bin. Weil ich einfach gespannt, was labrig. Es ist schon spät heute und ja, da kann mir das mal passieren. Ich bin halt gespannt, ob es halt noch sich überhaupt noch lohnt, an der Hunter Classic weiterzumachen. Ich denke schon, weil hier auch Sachen nicht schlecht sind. Und ich denke mal, es wird alles parallel laufen. Die Frage ist halt, beziehungsweise ich denke mal schon, dass der Hunter Call of the Wild dann überwiegt, anstatt der Hunter. Vielleicht der Hunter jetzt nur, da geht's mal grob ein bis zweimal die Woche, je nachdem, ob was Neues released wird oder halt nur wenn was Neues released wird oder wenn eine neue Map draußen ist. Der erste Schuss war schon tödlich. Das ist halt immer die Frage. Aber ich denke, da werden wir einen Kompromiss finden. Dann will ich ja noch ein anderes Spiel mit reinnehmen. Irgendwas, zum Beispiel, keine Ahnung. Ich überlege schon gerne, ist ja irgend vielleicht ein MMORPG oder ein RPG oder irgendwas, was halt auch eine Story hat, Assassin's Creed oder sowas. Aber das steht noch in den Sternen, vielleicht lasse ich euch da auch ein bisschen entscheiden mit, wenn wir sehen. Und ja, da kommt zwei Gänse, die fliegen relativ tief. Ja, und tatsächlich der zweite Feld traf dann auch noch, Schulterblatt, rechte Lunge, der erste und dann Körperschuss. Aus wird ein kleiner sein, 45, das ist ja echt süß. War ein Jährling und das ging wirklich ins linke Ohr oben, der Fall hatte ich Glück, aber so ist es manchmal. Tja, die Schussballistik ist auf jeden Fall anders in Call of the Wild, dann soll man verschiedene Geschossmunition haben, Teilmantel und Vollmantel, wenn ich mich nicht täusche. Und da bin ich mal gespannt, ob sich das auch wirklich auswirkt im Spiel und hast du nicht gesehen, das ist ja immer so eine Sache. Aber naja, mal gucken. Und ja, mal gucken, was hier sich jetzt eigentlich noch so ergibt. Ich komme ein bisschen durch. Ja, und vielleicht auch mal ein bisschen mehr mit der Community was machen. Vielleicht auch mal eine Verlosung, ein Gewinnspiel, irgendwas, was ich vielleicht noch bringen werde. Da hinten sind gerade Gänse gestartet. Schön. Und naja. Ich finde halt auch, dass wir viel zu viele Federwildarten haben. Also Gänse passen zu erspelten, keine Frage, aber dann 10 Millionen Entenarten, 10 Millionen Hühnerarten, das hätte nicht sein müssen. Ich glaube, auf was die beiden Spielen, denke ich mal, fehlen wird, sind die kombinierten Waffen einfach, dass man halt mal, keine Ahnung, eine Bockbüchse für einen Datendrilling hat. Das wäre ja machbar, dass man das ins Spiel implementiert, ist zwar ein bisschen größerer Aufwand, aber es wäre machbar. Und ich finde es eigentlich schade, dass solche komplexen Sachen zum Beispiel nicht drin sind. Klar, die Tiere sind alle gut animiert, die haben ein besseres Fell in Call of Duty, die Grafik ist an sich besser und hast du nicht gesehen, aber so
solche richtig komplexen Sachen sind da, denke ich mal, auch nicht so krass im Vordergrund. Aber das wird sich dann zeigen, wenn ich das Spiel dann wirklich habe, in den Händen halte, beziehungsweise auf meinem Monitor sehe und dann mir eine eigene Meinung dazu bilden kann. Das sind ja jetzt erstmal nur die Meinungen, die andere Let's Player beziehungsweise andere Spieler haben, von denen ich ein Gameplay gesehen habe. Ja, eigentlich bin ich auf jeden Fall mal gespannt und ja, ich würde sagen, ich bleibe noch ein bisschen hier sitzen und guck mal, was hier noch so kommt. Und die Aufnahme soll jetzt nicht allzu lang werden. Mal schauen, wie lange ich die mache. Bin ich mal selber gespannt. Aber ich denke mir noch ein, zwei Abschüsse und mal schauen. Und ich würde sagen, ich schalte dann mal wieder ein, wenn ich wieder was habe oder wenn mir noch irgendwas einfällt, was ich erzählen kann. Und wenn nicht, dann, ja, dann halt nicht. Nee, aber ich würde sagen, bis gleich und ja. So, wieder zurück. Und Alter, das, was ich hier vorhab, ist echt nicht mehr feierlich. Oh. Tja, in der anderen Aufnahme hatte ich Pech, jetzt hatte ich anscheinend Glück gehabt. Boah, halt die Backen, ey. Das geht ja mal gar nicht klar. Ich bin gerade wirklich ans Set gekommen, boom, da stand ja alles voll. Ich glaube, ihr habt es auch gesehen in der Aufnahme gerade, aber hohoho. Mein lieber Mann. Auf den Bock habe ich auf jeden Fall noch getroffen, weil der hat nämlich auch gerade gecallt. Und ja. Mal gucken, ich hoffe, ich schaffe das alles so zeitlich, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ja, damit ihr auch was zu gucken habt, wenn ich im Urlaub bin. Ja, ein Körperschuss, ich habe da gewusst, der saß. Allerdings wusste ich, ja, weiß ich nicht, wie weit er kommt mit dem Körperschuss ungefähr. Aber es ist ja auch egal. Ich denke, wir werden ihn schnell finden. Ich bin jetzt mal runtergetravelt schnell, um mir noch mal ein bisschen was auszuchecken. Und ja. Ich würde sagen, ich schalte ein, wenn ich ihn habe. Liegt er da? Nee. Wenn ich ihn habe. Und da geht das nächste Stück Rehwild ab. Bis gleich. So, und da sind wir auch schon wieder zurück. Er ging jetzt gerade noch mal ab. Das war der Angeschossene. Und ist dann hinten zusammengebrochen. Weil der Schuss wahrscheinlich auch nicht so der beste war. Kann ich mir jetzt nur vorstellen. 32 Meter. Körper, na gut, okay. 74, wieder ein schöner kleiner. Und 25 Abschüsse mit dem Crossbow. Nice, weil er sieht den Schuss. Gar nicht mal so schlecht. Ein bisschen sehr hoch aufs Blatt, aber ja gut. Schade, dass er nicht gleich lag. Jetzt hat gerade noch Rotwild gecallt, aber egal, wir gucken jetzt erstmal hier hoch und schauen mal auf die Felder schnell. Und dann beenden wir die Aufnahme, weil ich das Video auch noch hochklopfen muss. Weil es ist jetzt nämlich schon, ja, gleich um 3 früh. Ich bin voll im Voraufnehmen wegen meinem Urlaub. Habe allerdings noch 2 Aufnahmen geschafft. Die auf Settlers Creek und die heute. Ärgert mich ein bisschen, weil ich gestern keine Zeit hatte, aber naja, es ist halt so manchmal. Auf jeden Fall nimmt das nicht übel. Direkt schon ins Stück Rehwild. Sehr gut. Ich schaue jetzt nochmal auf die Felder, was da so geht. Und ich würde sagen, ich schalte ein, wenn ich wieder was habe. Bis gleich. So, endlich wieder zurück. Und jetzt habe ich endlich den Hirsch, den ich wollte. Ein Prachtexemplar, möchte ich bald sagen. Ich hoffe eigentlich, dass er jetzt auch mal stehen bleibt. Geht doch mit dem 270er, wie man sieht. Auf Rotwild. So. Einwandfrei, geil. Ich wusste irgendwie, ich hatte jetzt im Gefühl, wenn ich hier einen aufspürte, dass das ein großer ist. Es hat die ganze Zeit kein Rotwild gecallt. Irgendwie hatte ich jetzt im Gefühl, dass das kein schlechter ist. Und mal gucken, was das Score denn sagt. Rechte Lunge, Leber auf 38 Meter war allerzeit höchste Zeit zum Schießen, würde ich sagen. 243. Tja. Sauber, würde ich sagen. Den kann man schon mal mitnehmen. Wenn ich jetzt noch.
Okay, müssen wir es anders machen. Muss ich den Jäger halt hier hinterstellen. So. Und jetzt bitte einmal recht freundlich. Haben wir unseren Rekordtasch auch drauf. Okay, ganz Rekord nicht, aber schon ziemlich gut. Und ja, damit verabschiede ich mich jetzt auch. Ich gehe jetzt nämlich ins Bett. Also jetzt noch nicht, was noch ein bisschen was an Videos rummehren. Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich nach meinem Urlaub im Alter Frische wieder. Und ja, ihr habt bis dann zwei Videos zum Gucken. Ich bin glücklich, ihr seid glücklich, alle sind glücklich. In diesem Sinne sage ich einen wunderschönen 6. Januar euch und mir dann einen schönen Urlaub. Bis dahin und tschüss.